In diesem Video zeige ich dir die Bumps und die Grinds, zwei typische Burlesque-Bewegungen. Mein Name ist Diana und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Bewegungen zum Mittanzen und dein Frausein zu feiern. Wenn dich das interessiert, abonniere sehr gerne meinen Kanal. Ja, und los geht's. Wir fangen an mit den Bumps. Bumps sind diese schnelle, zackige Bewegung und die passen zu schnell, zackiger Musik, wie zum Beispiel Trommelmusik. Stell dich mit deinen Füßen hüftgelenksbreit auseinander und ja, richte dich auf, atme noch einmal tief durch. Lege deine Hände auf ein Wolkenkissen ab. Und jetzt wirfst du deine Hüfte von Seite zu Seite. Wir fangen an mit rechts. Und tack. Mach das hier ruhig mit Schmackes, also richtig so, ja, mit Schwung. Und jetzt nach links. Tack. Nochmal nach rechts. Tack. Tack. Zack, zack. Du kannst wirklich deiner Hüfte auch dabei hinterher schauen. Und ja, spür da einfach mal wirklich in dich hinein. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du so deine Hüfte bewegst? Ja, und nochmal. Zack, 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 zack und zack. Und das Ganze geht natürlich auch doppelt. Ja, also das heißt, wir werfen die Hüfte jetzt zweimal zu jeder Seite. Wir fangen wieder an mit rechts. Eins, zwei. 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 Genau, und dann ja, spür da wirklich einfach mal so für dich hinein, ja, und mach das hier nur für dich. Denk jetzt nicht so sehr daran, das heißt eigentlich überhaupt nicht daran, was jetzt hier irgendjemand denken könnte, wenn er dich jetzt hier so sieht, ja, so, oh Gott, was könnte jetzt hier mein Arbeitskollege denken, wenn der das jetzt hier wüsste von mir, ja, sondern versuch das einfach mal so komplett ja, weg und auch nicht so daran zu denken, was du jetzt hier heute noch alles tun musst. Wäsche waschen und so weiter und so fort, einfach weg, ja, sondern nimm dir jetzt einfach mal so für dich die Zeit und genieße das, ja, spür in dich hinein, genau. Und wir machen jetzt nochmal die Bumps, und zwar sehen die nämlich auch gut aus von der Rückseite. Dazu drehe ich mich jetzt einmal um, genau, und es geht wieder los, zu der Seite nach rechts und erst einmal, tack, tack. Tack, und tack, rechts, links und jetzt doppelt, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Die zweite Bewegung dieses Videos sind die sogenannten Grinds. Grinds sind die weichgeschmeidigen Bewegungen und sie passen zu weichgeschmeidiger Musik, wie zum Beispiel Saxophon. Ja, und genau, du stellst dich wieder mit deinen Füßen hüftgelenksbreit auseinander, richtest dich auf, legst deine Hände auf ein Wolkenkissen ab und jetzt machen wir diese weichgeschmeidigen Bewegungen, die Grinds, und zwar diese Bewegung. Und was wir jetzt hier machen, also diese Bewegung an sich, du stellst dir einfach vor, du malst mit deiner Hüfte eine 8 auf den Boden. Und wenn das noch nicht so eine ganz gleichmäßige 8 ist jetzt zum Anfang, ist das nicht schlimm. Probier einfach mal so gedanklich in diese Bewegung reinzukommen. Stell dir vor, du hast hier so zwei Stifte an der Hüfte und malst auf den Boden eine 8. Atme dabei tief durch
Und genieß das einfach mal. Wie fühlt sich deine Hüfte an, wenn du sie so bewegst? Ja, das ist ja eine Bewegung, die wir im Alltag nicht ganz so häufig machen, also ich eigentlich nie. Und genau, dann spür einfach mal so für dich in deine Hüfte hinein. Und eine Vorstellung, die dabei hilft, diese Bewegung noch weicher und geschmeidiger zu bekommen, ist die Vorstellung von Wasser in deiner Hüfte. Also du kannst dir hier ruhig gedanklich mitnehmen, dass du so Wasser in deiner Hüfte hast, welches du jetzt hier so von Seite zu Seite bewegst. Genau, und du kannst jetzt hier ruhig einfach diese Bewegung mal ganz genüsslich machen, dich über deine Hüfte streicheln. Ja, diese Bewegung kann man unterschiedlich groß machen. Ich mache sie jetzt hier zum Beispiel klein. Dazu habe ich jetzt meine Füße zusammengenommen. Ja, dann wird die Bewegung etwas kleiner. Und genau, die Bewegung geht auch größer, indem wir einfach mal die Füße etwas weiter auseinandernehmen. Dann wird die 8, die wir jetzt hier auf den Boden malen, groß. Und so kannst du mit einer Bewegung ganz viel spielen. Und wenn dir diese Bewegungen gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Genau. Und jetzt kombinieren wir einfach mal beide Bewegungen, die wir gerade hatten, nämlich die Bumps und die Grinds. Und wenn du dich fragst, ja, wo kriege ich denn solche tolle Burlesque-Musik her? Ich darf hier leider aus musikrechtlichen Gründen nicht solche schöne Musik verwenden, aber ich habe dir hier unter dem Video eine Spotify-Playlist mit super tollen Burlesque-Liedern verlinkt. Ja, also wenn du willst, hör dir einfach diese Lieder an und das, ja, schon alleine diese Musik macht glücklich. Genau, und wir tanzen jetzt einfach mal Bumps und Grinds. Und du kannst das so machen, wie das sich für dich gut anfühlt. Ich gebe dir hier lediglich Inspirationen. Okay, es geht los. Füße hüftbreit, Hände auf ein Wolkenkissen und los. Bumps, 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 Grinds. Ja, das waren die Bumps und die Grinds. Und ja, wenn du gerne mehr von mir sehen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Und ansonsten freue ich mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.